Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Auf jeden Fall, ich bin sehr aufgeregt. Und ich hoffe, dass dadurch, dass ihr Dylan euch jetzt alles darüber erzählt, über das Thema, was die alles schon halt bewirkt haben und die Professoren, was die für eine Lösung gefunden haben, dass wir dann halt dadurch, dass das halt populärer wird, dass sich das dann viele ans Herzen nehmen und das dann vielleicht auch in den Nachrichten kommt und alle darüber diskutieren, weil es halt ein sehr spannendes Thema ist. Ja. Adrian, vielleicht noch eine Frage an dich. Seid ihr irgendwie so vernetzt, dass du eine bestimmte Funktion hast, irgendwie Sprecherin eines Bündnisses? Ist vielleicht eine bekloppte Frage, aber... Nein, also ich war, war auf einem, also wie wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, war einfach, wir waren auf einem Protest am Altermarkt vor 2 Wochen ungefähr, weil Merkel halt dort war und dann haben wir halt protestiert. Und dann hat Dylan mich angesprochen und hat gesagt, ich könnte halt etwas bewirken, dadurch, dass ich halt einfach euch anrufen würde. Und ein paar von euch habe ich auch angerufen und habe das halt alles so mit organisiert. Zwar nicht so viel, weil ich ja erst 14 bin, aber sonst habe ich eigentlich nicht so eine Funktion, weil ich das halt nicht so erklären kann. Ich bin ja, also ich habe das ja nicht studiert oder so. Und ich denke, dass die Professoren so und Dylan das viel besser erklären könnten, weil die das ja alles so durchgenommen haben. War das denn dein erster Protest oder wie lange engagierst du dich schon? Also ich hatte mir halt immer vorgenommen, zu einem Protest zu gehen, aber ich bin dann halt gerade erst dazu gekommen. Vor 2 Wochen habe ich dann einmal das gemacht und meine Eltern haben das nicht so gut gesehen, weil mein Vater ist Politiker und das hat er nicht so gerne gesehen. Auf jeden Fall, und dann wollten wir noch nach Aachen gehen, aber dann gab es da ein paar Probleme, die das halt dann verhindert haben, dass wir dorthin gehen konnten. Ja, meine Schwester zum Beispiel konnte auch nicht gehen, weil die das Erzbistum das der Schule verboten hat. Sonst wäre sie von der Schule geflogen. Und ja. Aber die Freie von Stadt Realschule hat da kein Problem mit, dass ihr zum Beispiel heute hier seid? Ja, die jetzt nicht. Also wir haben mit den Lehrern geredet. Aber meine Schwester ist auf der Ursulinenschule in Hersel. Das ist ja eine katholische Schule und die wird ja vom Erzbistum hier in Köln finanziert und so. Und die haben allen Lehrern gesagt, dass die den Schülern, wenn die nicht kommen an dem Tag, an dem Freitag, das war ja dann letztens, dass die halt dann von der Schule verwiesen werden. Ja. Und was halten die Schule oder deine Eltern davon, dass du heute hier bist und nicht nur der Freitag noch geopfert wird? Also die Schule, also unsere Klassenlehrerin, die fand das zwar nicht so toll, aber sie hat es erlaubt. Und die anderen Lehrer, also unser Erdkundelehrer und die Biologielehrerin, die haben, und Politik, die drei haben das uns erlaubt. Die fanden das sogar gut. Aber meine Eltern sind da jetzt nicht so begeistert von. Die wissen auch nicht von heute. Aber ja. Ja. Gelesen ist am Morgen der Zeitung. Vielleicht. Das heißt, bei euch wird wahrscheinlich zu Hause viel diskutiert, oder? Wenn der Papa Politiker ist. Ja, der ist in der CDU und ist nicht so gut. Er war auch sehr sauer, dass ich halt auf dem Protest war, wo Merkel war. Und ja, aber wir diskutieren darüber sehr oft. Aber sie glauben mir halt nicht, weil ich halt erst 14 bin und sie mir das halt nicht so abkaufen. Die denken, das wäre eine Phase so. Mhm. Und welche Rolle spielt deine Mutter oder deine Geschwister bei der Diskussion? Sind die so der Ruhepol? Also mein Vater diskutiert halt meistens mit mir, meine Mutter ist immer auf der Seite meines Vaters und meine Schwester ist immer auf der Seite von mir. Ja, das ist dann halt so das Einzige, was passiert, aber wir sind halt noch beide so, wir werden nicht so ernst genommen deswegen. Ist deine Schwester jünger oder älter, wenn ich fragen darf? 3 Jahre älter, also 17. Okay. Ja. Ja. Bernd Weber von der Stadtrevue. Wie ist denn das bei deinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden? Wie reden die über das Thema und welche Erfahrungen bringen die von zu Hause mit, wenn dort im Küchentisch dann darüber gesprochen wird? Ist das ähnlich wie bei dir? Also ich muss ehrlich sagen, ich denke halt, viele aus unserer Klasse interessieren sich nicht so wirklich dafür, was ich halt schade finde. Manche davon, wenn ich denen halt sage, das ist sehr wichtig, wir sollten halt an unsere Zukunft denken und an die Zukunft von anderen Menschen, dass sie dann da sagen, wir sterben sowieso. Und
finde ich halt ein bisschen pessimistisch. Und ich denke, man sollte dann halt auch daran denken, dass uns das jemand geschenkt hat und dass wir unser Leben halt nicht vergolden sollten, einfach so. Manche natürlich aus der Klasse, wie zum Beispiel Angelina, sind halt, die interessieren sich sehr dafür. Und Angelina war eigentlich auch die Einzige, die mich so dazu überredet, also nicht überredet, aber die mich dazu gebracht hat, auch halt auf den Protest zu gehen, weil man will ja nicht so alleine dorthin gehen. Und Angelina und ich haben das dann halt kurzfristig entschieden. Habt ihr den Eindruck, es sind mehr junge Frauen als junge Männer, die sich engagieren? Also aus unserer Klasse würde ich sagen, ja. Aber ich weiß auch von sehr vielen Männern und Jungs halt, die sich auch dafür interessieren, vielleicht nicht auf unserer Schule, aber auf anderen Schulen wahrscheinlich. Ja. In der Einladung hattet ihr ja geschrieben, ihr seid mit der Kölner und Berliner Leitung nicht so ganz zufrieden. Welche Leitung meint ihr da? Meint ihr da eure Organisation oder meint ihr die Regierung oder was meint ihr mit Leitung? Also auch zum Beispiel Fridays for Future. Sie wissen ja von dieser Lösung von den Professoren und die sagen halt nichts. Das schon lange, ja. Ja, die sagen halt nichts darüber. Das ist dann natürlich nicht so gut, weil man sollte ja, alle Leute sollten ja von allem sozusagen wissen. Man sollte das ja nicht verstecken und so tun, als wäre das was Schlechtes. Und ich denke halt auch, die Politiker halt oben sind halt nicht wirklich so daran interessiert, dass wir, also vielleicht sind sie daran interessiert, den Klimaschutz anzutreiben, aber nicht halt, sie wollen halt, was ihnen wichtiger ist, ist halt wahrscheinlich das Geld oder halt, wie gut unser Staat dann halt funktioniert und nicht halt, wie der Klimaschutz halt funktioniert. Ja. Also ganz kurz zu dieser Frage. Ich persönlich habe also gesprochen mit, glaube ich, über 100 von den jungen Leuten, von den Schülern, die auf den, ich bin ganz oft auf den Fridays for Future Demos mitgelaufen, habe mit allen gesprochen und muss ganz klar sagen, also die Schüler kriegen von mir alle eine Note 1, weil denen geht es wirklich nur ums Klima und um eine bessere Welt, eine gesündere, glückliche Zukunft für sich selber und für die Welt und für die Menschheit. Und leider war es so, immer wenn ich mit der Leitung Köln persönlich gesprochen habe, war ich zutiefst enttäuscht, weil es mein Eindruck war, da geht es um irgendwas ganz anderes, das ich nicht verstehe als Wissenschaftler und nicht verstehen kann. Wenn ich mit dem Dr. Gregor Hagedorn, der ja eigentlich die Ein-Mann-Show der ersten Scientists for Future gemacht hat, denn die anderen 26.000 haben ja praktisch nur unterschrieben, wobei dann Dr. Eckhard von Hirschhausen und Ranga Yogeshwar und Professor Quaschning und all die anderen, natürlich dann auch noch auf Frau Professor Boetius in den großen Medien aufgetaucht sind. Diese gehören sicherlich auch zum engen Kreis rund um Dr. Hagedorn. Aber als ich stundenlang mit Dr. Hagedorn gesprochen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso er einen 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan nach 51 Jahren Forschung der quasi der zweiten sein, warum er auch nicht mit uns fusioniert hat oder und einfach nicht mit uns kooperieren wollte. Da kamen ganz am Schluss der Gespräche nach 4-5 Stunden Telefonaten kamen ganz merkwürdige Ausreden, die ich durch nichts verstehen konnte und die wissenschaftlich auch überhaupt nicht fundiert sind und so weiter. Einfach ganz merkwürdig. Ich war, muss sagen, unangenehm merkwürdig berührt und als ich dann die Anrufe bekommen habe von der Berliner Leitung, weil wir ja natürlich alle Einladungen an Greta Thunberg geschickt haben, denn wir hatten hier schon mal eine Konferenz geplant am 19. Mai, wo der Dr. Franz Alt, kennen Sie Ihren alten Kollegen noch von der ARD, Dr. Franz Alt schon die Moderation übernommen hatte, der Chef, der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbands in Marburg, ein Arzt, schon zugesagt hatte, auch die Professoren schon großenteils zugesagt hatte, anders als heute, ja, die schon Festzusagen von den Professoren auch kamen und so weiter. Und wer antwortete und rief uns an? Mehrere Personen von der Leitung Berlin und sagten, ach, irgendwie, die drucksten so rum, dass ich ganz unangenehm berührt war, warum die sich nicht dafür interessieren, wie